Uff, nein. Du hast mich aber sowas von besiegt. Ich kann euch nicht davon abhalten, mit dem Ladegerät zu interagieren. Ich werde mich wegteleportieren und mich vor eurer bald schon unaufhaltsamen Waffe verstecken. Ihr habt es geschafft. Schnell interagiert mit dem Ladegerät. Macht die Dämonenkugel zur unaufhaltsamen Waffe. Was haben wir verloren? Einen Nahkämpfer. Endlich! Mein genialer Plan hat funktioniert. Wartet, warum klingt ihr auf einmal so böse? Das passt gar nicht zu euch. Darf ich vorstellen, mein wahres Gesicht? Okay, Magikus ist hässlich. Ihr seid ja gar kein Zwerg unter dieser Zwergenmaske. Naha, ihr Narren, die ganze Zeit lang seid ihr meinem Plan aufs Wort gefolgt und jetzt ist die voll aufgeladene Dämonenkugel in meinem Besitz. Begreift ihr nicht, ich bin Magikus, die wahrscheinlich größte Handlungswendung aller Zeiten. Du Schlingel, warum bist du in diese extrem elubalierte Falle getappt? Nun, nach dem gescheiterten Experiment in Helland wollte ich dieses Dämonenkugelding nicht mehr anfassen. Es war voller Orkläuse. Warum hast du uns all die Mühe zum Aufladen der Kugel mit Energie aufgehalst? Hättest du das nicht mit Leichtigkeit selbst machen oder einen deiner Handlanger schicken können? Habt ihr meine stattliche Figur und diese abnormal niedrigen Ladegeräte gesehen? Ich hätte mich zum Einführen der Kugel hinknien müssen und ich knie vor nichts und niemandem. Außerdem hattet ihr Zeige genau die richtige Größe. Was für ein schöner Zufall, dass ihr euch ausgerechnet jetzt entschieden habt, hierher zu kommen. So, jetzt aber, ich muss mich beeilen. Ah, so viel Energie zu absorbieren und so wenig Zeit. Okay, neuer Zwerg. Dann schnappe ich mir mal meine Armee und meinen Bergarbeiter. Findet Magikus in der oberen Kammer. Eine Falle. Die Dämonenkugel war zu keiner Zeit eine Waffe, mit der man Magikus hätte aufhalten können. Stattdessen falls Seitz ihm sogar noch mehr macht. Wir müssen ihn verfolgen und auffallen, bevor er für uns zu mächtig wird. Er sagte, er würde es nach ganz oben schaffen. Ich frage mich, ob das auch wörtlich gemeint war. Naja, runter kommen wir immer noch nicht. Ich schätze mal, damit ist die große Kammer hier oben gemeint. Also hier rüber. Du wirst gleich mal zum Militär befördert. Und dann kriegt ihr erstmal eine Runde von denen hier spendiert. So. Now, what's going on? Was soll ich denn jetzt machen? Offensichtlich müsst ihr ihn aufhalten. Listen. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich etwas schaffen, zu was selbst euer großes Königreich nicht imstande war? Außerdem weiß ich nicht mal, wohin er gegangen ist. Benutzt eure Ohren. Ist da nicht leise Musik von irgendwo hoch über eurer Siedlung zu hören? Genau dorthin würde ich graben. Geht dorthin und hindert ihn daran, die Welt zu vernichten oder was auch immer er vorhat.
Genau du, geh mal trainieren. Sword. Ja, das ist Schnelltraining. So, damit bist du schon mal qualifiziert, ein Kämpfer zu werden. Ja, was mache ich mit euch beiden? Ich bräuchte da noch ein bisschen mehr. Ja, Drachenblut eigentlich. Hier ist nämlich nur Platin. Hm, Drachenblut. Wie schön. Aber wahrscheinlich auch wieder nur ein Block. Eine Ader, das ist gut. Das ist dann nämlich das Drachenblut, was ich brauche. So, ich habe gesammelt. Und damit auch das erfüllt. So, während ich darauf warte, dass meine... ja. Mein Militär stärker wird. Gebe ich einfach mal da unten Grabbefehle. Sword. Und ja, ihr beide werdet mal unsterblich. Ja, grabt schön Ressourcen aus. Ja, ich weiß, das hier ist jetzt reine Raubbienerei, was ich mache. Ganz ehrlich, noch ein Zwerg. Ich habe nämlich so viel Ressourcen. Ah, immer noch unterwegs, wie ich sehe. Geht nach Hause. Ich habe keinerlei Verwendung mehr für euch. Hey, listen. Wo bist du? Zeig deine hässliche Fratze, damit ich sie dir eintreten kann. Meine Macht ist grenzenlos. Mit dir aus der Ferne zu sprechen, ist für mich ein leichtes. Aber ihr solltet wirklich nach Hause gehen. Eine Zeit lang war es ganz spaßig, aber ich bin so froh, dass ich diesen Bart nicht mehr tragen muss. Es hat wirklich grässlich geguckt. Du wagst es, den Bart zu verspotten. Niemand verspottet zwergische Bärte. Ja, ich meine hier wirklich gerade nach großem Stil. Fuck.
Hey Magikus-Fiesling, kannst du mich hören? Was ist diese Dämonenkugel eigentlich für ein Ding? Na gut, wenn du es unbedingt wissen müsst, sie ist der Höhepunkt all dieser Forschungsjahre. Sie ist der Grund dafür, weshalb wir überhaupt in Vanaheim einfielen. Wusstet ihr, dass unterhalb Vanaheims gewisse Kreaturen leben, und zwar noch tiefer, als ihr Zwerge jemals gegraben habt? Diese Kreaturen, die ich Dämonen nenne, stammen aus einer längst vergessenen Zeit, als noch Menschen in diesen Ländern lebten. Aufgrund einiger unvorhersehbarer Ereignisse erschienen die Dämonen. Sie hatten die merkwürdige Fähigkeit, jegliche natürliche Energie um sich herum zu absorbieren. Und da waren sie also nun und wandelten durch die Gegend, wobei sie das Wesen der Natur selbst aufsaugten. Das ging so lange, bis sie eines Tages auf mysteriöse Weise verschwanden. Ich aber entdeckte, dass sie sich einfach nur in den Untergrund zurückgezogen hatten. Dort leben sie bis zum heutigen Tage. Also ja, das war wohl ein Dämon, dem wir damals in Dings begegnet sind, in den Katakomben. Und es war wahrscheinlich auch ein Dämon, der die Zwerge im Außenposten getötet hat. Hey now. Hallo, du hast mir immer noch nicht gesagt, was die Dämonenkugel mit all dem zu tun hat. Ach, wie begriffsstutzig dich. Hast du es immer noch nicht kapiert? Na gut, als die Zeit reif war, versammelte ich meine Gefährten und ich und wir reisten hier nach Vanaheim. Dies rief dann ein geringfügiges Problem ins Leben, als einige wenig erinnerungswürdige Völker gegen unsere Ankunft protestierten. Aber wir hatten sie schon bald hinausgeworfen und konnten mit unserer eigentlichen Arbeit beginnen. Auf der Suche nach Dämonen verbrachten wir mehrere Jahrzehnte und hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Dann aber konnte dieser eingebildete gelbe Magier nicht nur einen finden, sondern auch noch fangen. Ihr könnt euch vorstellen, wie übermütig er daraufhin wurde. Wir konnten diesen Dämon ein paar Stückchen entnehmen und daraus ein Artefakt formen, um genau zu sein eine Kugel. Aber warum? Was habt ihr euch davon versprochen? Eine Kugel mit derselben Macht, die die Dämonen besaßen. Richtig, die gesamte Naturenergie zu absorbieren und sie mir zu übertragen. Also ein klassisches Wetterumungsszenario. Lustig, ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ist mir Schnuppe, es funktioniert. Ja, ich fühle mich schlecht, wenn ich mir hier so ansehe, was meine Zwerge gerade schon alles ausgehöhlt haben. Aber hey, Hauptsache es funktioniert, oder? So, du bist bereit, ein Speerwerfer zu werden. Du brauchst noch ein paar Level. Ja, ganz ehrlich, ich mache hier am besten noch eine Ebene, kurz und klein. Genau, sie können ja noch in Ruhe dort schlafen. Aber ja, so finde ich schön viel Rohstoffe, die hier oben können in Ruhe trainieren. Du wirst zum Grenadier befördert. So, die zwei verkaufe ich mal. Stell noch mehr von denen auf.